Media Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Endlich ist es wieder soweit. Dienstagabend und Sie wissen es besser als ich. Hier sind die beiden, auf die Sie schon längst gewartet haben. Hier sind eigentlich müßig, Sie vorzustellen, Gerald Gross und Sebastian Born-Miener. Wir freuen uns, dass Sie zu Hause auch mit dabei sind, wenn wir reinstarten in ein neues Kultduell. Und das könnte es heute werden. Ich kann Ihnen so viel sagen, im Vorfeld war es schon schwierig mit den beiden. Die haben schon wieder zum Streiten angefangen. Aber Sie konnten Ihre Meinungen gerade bis jetzt noch aufheben, damit Sie auch wirklich zu Hause mitdiskutieren können. Der Stein des Anstoßes ist diesmal eigentlich einer, der alles andere ist als lustig. Es ist nicht einmal amüsant und man kann nur noch weinen. Das, was sich derzeit im Süden von Österreich abspielt, die extreme Flutkatastrophe, die Unwetter, die zahlreiche Menschen zu Obdachlosen gemacht hat, die zahlreiche Menschen vor die Trümmer ihrer Existenzen gebracht hat. Und genau diese Unwetterkatastrophe, die sorgt dafür, dass auch politisch viel Kleinholz geschlagen wird. Kleinholz, was eigentlich nicht passieren hätte dürfen oder sollen, wenn man rechtzeitig was getan hätte, nämlich gegen den Klimawandel. Und das ist auch der große Grund dafür, warum diese Unwetter passieren, sagen die einen. Die anderen hingegen sagen, ein absoluter Schmarrn. Ist immer wieder vorgekommen, dass es im Sommer schwere Unwetter gegeben hat und dass es jetzt gerade in der Steiermark Hangrutsche und Co. gibt, da ist nicht der Klimawandel schuld dran, sondern Gerald Gross? Ich würde sagen, dass wir als Menschen in der Natur leben. Das heißt, wir leben in der Umwelt. Wir bauen unsere Siedlungen ja nicht in einem abgekoppelten, in einem abgekapselten Bereich von der Umwelt, sondern mitten in unsere Natur, in unsere Umwelt hinein. Das, was sich in der Südsteiermark abspielt und in Kärnten abspielt, in Südösterreich abspielt, in Slowenien abspielt, in Kroatien abspielt, ist zweifelsohne eine Tragödie, eine Umweltkatastrophe, eine Naturkatastrophe. Und zur Stunde werden die Schäden massiv sichtbar. Wir sehen nun, nachdem das Wasser zurückgeht, was diese Kraft Wasser angerichtet hat. Wir sehen die Erdrutsche, die ganze Häuser vermuren, überhaupt wegschwemmen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben ein Todesopfer zu beklagen in Kärnten. Das ist besonders schmerzlich. Und wir haben hunderttausende Stunden von tausenden ehrenamtlichen Feuerwehrleuten, Polizisten, Gemeindebediensteten, BH-Mitarbeitern, Nachbarn. Die Solidarität ist groß. Das, was es jetzt gilt, ist, die Schäden abzuwehren. Und zwar die konkreten Schäden, die für die einzelnen Personen, für die Haushalte, für die Landwirte entstanden sind. Wir wissen, dass die Versicherungen vielleicht 10-15% zahlen, aber manche haben Schäden von 200.000-300.000 Euro und können das ihr Leben lang nicht mehr stemmen. Daher muss die Landesregierungen, Kärnten-Steiermark, die Gemeinden, aber auch die Bundesregierung hier die Katastrophenfonds aufmachen und den Menschen eine konkrete Unterstützung geben. Und zwar so, dass sie schadlos gehalten werden, auf den Cent, auf den Euro genau. Denn einerseits haben wir es mit einem Starkregenereignis zu tun, ein Starkregenereignis, mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Auf der anderen Seite ist gerade in diesem südösterreichischen Bereich und in der Südsteiermark kenne ich mich naturgemäß ein wenig besser aus, weil es von meiner eigenen Haustür ist, haben wir es zugelassen die letzten Jahrzehnte, dass konkret Siedlungen in Mulden und Täler gestellt worden sind und direkt in Hochwassergebiete, die als Überflutungsgebiete in den einzelnen Raumordnungskatastern ausgewiesen wurden. Das heißt, ich habe heute mitgebracht, ich hoffe, man kann es in irgendeiner Form dann auch lesen oder sehen, aber ich habe etwas mitgebracht, was insofern relativ spannend ist. Es ist nämlich das entscheidende Gebiet, das unter Hochwasser gestanden ist in der Südsteiermark. Und das, was Sie hier im Blau sehen, an den roten Flüssen entlang, das ist nicht der derzeitige Status quo des Hochwassers, sondern das sind jene Gebiete, die seit Jahren und seit Jahrzehnten als Überflutungsgebiete, als Ableitungsgebiete ausgewiesen sind. Und wer sich auskennt, Groß-Klein, St. Johann, Sackertal, Heimschuh etc., Kleinstädten, wer an diesen Straßen entlangfährt oder an diesen Bächlein, die zu Flüssen, zu reißenden Flüssen geworden sind, entlanggegangen ist, weiß, dass das, was als Blau immer als Überflutungsgebiet ausgewiesen worden ist, in Wahrheit unbedarften Menschen zur Verfügung gestellt worden ist, umgewidmet worden ist in Bauland. Und Menschen sind ins offene Messer gelaufen, denn sie sind ja keine Gutachter. Und die haben aber Herr Gross, wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann sagen Sie, in Wahrheit ist die Bauordnung schuld dran oder die Menschen selber schuld dran, dass sie jetzt wieder Flutkatastrophe sind. Ein Bürger ist weder Architekt, ist weder ein Gutachter, sondern kann sich nur darauf verlassen, was die Bezirkshauptmannschaft, die Landesregierung und die Gemeinde tut. Und die Gemeinden haben ihr gutes Geschäft auf Kosten der Bürger gemacht und haben brav
ihre Grundstücke verscherbelt und ihre Budgets aufgebessert. Aber Herr Kossi, dürfen Sie sich gleich aufregen? Nur da bringe ich ganz kurz selber ein Beispiel mit ein. Wir denken an die Gemeinde Mittersiel in Salzburg, die seit Jahrhunderten immer wieder in regelmäßigen Abständen mit extremen Hochwassern kämpft. Es wird nicht umsonst das Venedig des Nordens genannt. Das ist eine ganze Stadt dort, die gebaut wurde. Also auch hier leben die Menschen mit der Gefahr des Großwassers, des Hochwassers. Dass jemand jetzt so tut und sagt, dass da irgendwie die Bauordnung die Menschen direkt hineingetrieben hat in ihr Verderben, das halte ich für ein bisschen überzogen. Genau. Herr Born-Mehner, wie schaut es bei Ihnen aus? Sehen Sie das ähnlich oder sagen Sie vielleicht doch Klimawandel ein Thema, was man hier anfügen könnte? Vielleicht, ja. Also wenn sogar der zweite Ö24-Kinderreporter Peter Westenthaler sagt, er hat sowas selber noch nicht erlebt, neben dem anderen Ö24-Kinderreporter, den wir am gleichen Tag erleben mussten, Gerald Groß mit seinem Make Austria Groß Again Kapperl, Werbekapperl, in einer Notsituation mit dem Werbekapperl dort stehen und sagen, ja, das tut mir alles leid, aber es ist völlig natürlich und völlig normal. Und sich jetzt herzusetzen, und zu sagen, die Leute sind selber schuld, unbedarft. Googeln Sie mal, was das bedeutet, unbedarft. Ja, ich glaube, Sie sind ein bisschen unbedarft, wenn Sie solche Worte in so einer Tragödie verwenden, wo Menschen sterben, eine Person in Österreich, aber mehrere Personen in Slowenien, wo Menschen ihr Hab und Gut verlieren. Menschen, die seit Generationen dort leben und sagen, seit Generationen hat es das doch nicht gegeben, ihnen jetzt zu sagen, sie sind schuld, dass ihre Urgroßeltern mit der Bauordnung sich nicht auskannt haben, das ist eine Frechheit sondergleichen. Aber es passt perfekt zu dem, was ich auch bei Harald Wilimski gelesen habe. Harald Wilimski in den ersten Stunden des Unwetters ein spöttisches, dämliches, wirklich niederträchtiges Posting von sich gegeben hat, für das er sich nachher entschuldigen musste und das er auch löschen musste, weil er sich quasi lustig gemacht hat darüber, dass der Sommer jetzt verregnet ist. Und das ist genau das, was ich bei der FPÖ momentan spüre. Eine komplette Entfremdung von den Lebensrealitäten der Menschen. Die haben nur noch Migration und Ausländer im Schädel. Und sobald es den Leuten wirklich schlecht geht und die wirklich ein Problem haben, und das sehen wir jetzt gerade, mit der Sil, wie es angesprochen worden ist, da können die Leute nicht mal mehr das Wasser aus der Leitung trinken. Gestern wurde eine Warnmeldung ausgegeben, man muss mit der Sil jetzt ein Wasser abkochen, weil Bakterien drinnen gefunden wurden, wahrscheinlich durch das Hochwasser eine Verunreinigung der Trinkwasserversorgung. Wir erleben ja nicht einfach nur ein Hochwasser, sondern das, was wir jetzt gerade erleben, ist eine einzigartige Vermischung von ganz vielen verschiedenen Umweltfaktoren, die es in der Konstellation mit Sicherheit über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer wieder mal gegeben hat. Aber die Häufung, die wir jetzt erleben, und das ist wissenschaftlich gesichert, ist einzigartig. Und das ist etwas, was auf den menschgemachten oder menschlich beeinflussten, weil die Alleinschuld kann man ihm nicht geben, Klimawandel zurückzuführen ist. Aber wir brauchen jetzt auch keine große, hochtrabende Klimadiskussion machen, sondern wir müssen uns nur die Frage stellen, was genau passiert eigentlich realpolitisch in den letzten 20, 30 Jahren, um dafür zu sorgen, dass Menschen, die in der Umwelt leben, wie Sie richtigerweise sagen, ich glaube, Sie haben selber eine Riesentatsche in der Umwelt, dass man den Leuten helfen, dass sie im Notfall abgesichert sind. Lawinenabgänge, Hochwasser, Extremwetterereignisse wie Dürren und so weiter. Wir müssen den Menschen helfen. Und da erlebe ich von Ihnen und von Ihresgleichen in den letzten Jahren nicht ein einziges Wort der Unterstützung und der konkreten Konzepte und Vorschläge, die gemacht werden. Ich habe sogar gelesen, dass irgendwelche dubiosen Umwidmungen nicht nur von ÖVP-Bürgermeistern durchgeführt wurden, sondern ich glaube, da gab es auch einen blauen Vertreter in Tirol, der irgendwie mitgemacht hat. Also das sind ja dubiose Deals, die gemacht wurden. Sie haben vollkommen recht, Bauordnung und so weiter. Aber ich hätte Sie in den letzten Jahren noch nie dazu gehört. Und dass Sie sich jetzt hierher setzen heute und als erste Aussage sagen, schauen Sie, ich habe einen Plan, da steht drauf, das war immer schon ein Hochwassergebiet. Und deswegen sind die unbedarften Menschen halt leider selber schuld. Das finde ich eine Frechheit sondergleichen. Und ja, ich meine, das richtet sich eh von selbst. Ich weiß nicht, was Sie an dem Wort unbedarft auszusetzen haben. Die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in Österreich müssen sich auf die Gemeinden, auf die Gutachter, die Architekten, die Raumordnungsexperten der Landesregierung verlassen. Wenn ein Gemeinderat und ein Bürgermeister ein ausgewiesenes Hochwassergebiet, wo vielleicht alle 100 Jahre ein Hochwasser vorkommt und er das aber trotz dieses Wissens umwidmet in ein Bauland, dann ist der Bürger an sich unbedarft und in Wahrheit unschuldig und hat sich ausschließlich auf die Gemeinde verlassen. Aber vielleicht sollten Sie noch einmal Germanistik studieren, so wie Sie alle anderen Ihre Titel von Ökonomie bis Psychologie sich ordentlich erkauft haben. Gescheiter sind Sie ja Gott sei Dank nie geworden. Aber wissen Sie, was Sie am heutigen Tage sind? Am heutigen Tage sind Sie billig. Ich komme aus der Gegend und ich lebe in dieser Gegend. Mhm. Und ich war in den letzten Tagen in dieser Gegend mit den Sorgen und Anliegen dieser Menschen konfrontiert. Haben Sie geholfen oder haben Sie Interviews gegeben? Und wissen Sie, was das Hauptproblem war? Dass solche Idioten, und ich betone Idioten, wie der amtierende Vizekanzler der Republik Österreich, Ihr Freund, kein Wort des Respekts gefunden hat. Kein Wort
der Anteilnahme, kein Wort der Zusicherung, die Schäden auszugleichen. Darf ich da nur kurz sondern nein, fragen? Jetzt sicher nicht, sondern in Wahrheit nichts anderes gemacht hat, sondern in Wahrheit nichts anderes gemacht hat, als gesagt hat, seht her, ich habe es immer gewusst, es ist der Klimawandel. Und dann kommt die Frau Moderatorin heute daher und erklärt, ja, in Mittersil, da ist schon seit ein paar hundert Jahren immer das Hochwasser. Deswegen heißt es bei uns in Salzburg Venedig des Nordens. Und ich weiß nicht, ob vor ein paar hundert Jahren der industriell bedingte Klimawandel in Mittersil schon so durchgeschlagen hat, dass in Mittersil, nämlich in einem Tal, die ganze Zeit bei einem Wasserereignis selbstverständlich man ein Problem bekommt. Und jetzt komme ich aber zu etwas zurück. Wenn ich in der Südsteiermark durch die Gegend fahre, und ich sehe dort Häuser, die vor mehr als 100 Jahren gebaut worden sind, dann waren diese Häuser zu einem Großteil, zu 90% vollkommen safe und ist nichts passiert. Und wenn ich mir die Neubauten der letzten 20, 30 Jahre anschaue, dann ist sehr wohl etwas passiert. Dann ist dort etwas passiert, dass das Grundwasser, weil sie in Mulden gebaut worden sind, in die Häuser eingedrungen ist, nämlich über die Kanalisation in den Keller. Wenn du 3 Meter unter dem Straßenniveau baust, brauchst du dich nicht wundern. Und wenn das zugelassen wird von brauchst der Gemeinde, dich nicht brauchst du dich nicht wundern, Wahnsinn. Wenn der reißende Bach über den Asphalt in den Keller hineindrängt. Das haben die Gemeinden, das haben die Länder die letzten Jahre in Wahrheit verbrochen und haben in Wahrheit unschuldige Bürger ins offene Messer rennen lassen. Und daher sage ich, die Gemeinden und das Land haben die Bürgerinnen und Bürger voll auf den Heller genau, auf den Cent genau zu entschädigen. Mhm. Die Katastrophe in Südösterreich ist für die Klimawandelhysteriker bei Gott nicht geeignet. Denn solche Faktoren wie Sie haben ja uns die letzten 3 Monate erklärt, wir werden vertrocknen, die Ernte wird ausfallen, wir erleben den Jahrhundertsommer, es hat über Wochen über 40 Grad, dann fahren Sie in die Südsteiermark, da hat es wohlfeile 13 Grad, es ist kalt und die Leute stehen mit den nackten Füßen im Schlamm. Also wo Ihre Verglühung der Sonne ist, das möchte ich gern wissen. Gut, ja, wo ist denn die Sonne? Wir bräuchten sie ja. Genau. Vielleicht kleben Sie Ihre 3 Gehirnzellen auf die Straße, damit wir mehr Sonne bekommen. Deswegen brauchen wir auch den Sonnenschutzmantel, wie der Harald Wilinski sagt. Hitzeschutzmantel, genau. Hat der Harald Wilinski vollkommen recht. Da würde ich jetzt gerne eine Zwischenfrage stellen. Sie haben davon gesprochen, dass Sie den Herrn Vizekanzler als respektlos erachten. Sie finden dieses Posting von Harald Wilinski respektvoll, wenn die Leute alles verlieren, auch ihre Regenmäntel, um dabei zu bleiben. Und er postet einen Hitzeschutzmantel. Hätte er sich sparen können oder es müssen sogar Sie zugeben? Also ich bin wirklich verwundert und erstaunt. Ich habe jetzt geglaubt, dass ich im Juni, Juli und August den heißesten Sommer meines Lebens erwarte. Die ganzen, dank der Medien, dank eurer Schlagzeilen, dank Österreich, 40 Grad, wir werden alle verglühen, Rhodos brennt, Kroatien brennt, der Neusiedlersee trocknet aus, der Gardasee ist die Wüste Gobi, Venedigs Kanäle sind leer, haben wir alle in Österreich Klimaanlagen gekauft. Alle in Österreich haben Klimaanlagen. Um Gottes Willen, die berichten ja alle, der Bornmänner, der Watzak, die Greta Thunberg, die Idioten auf der Straße, die Medienmacher, die ganzen Fake News Schleuder, die Lügner, alle haben gesagt, wir werden vertrocknen. Und dann erleben wir den kältesten April, den kältesten Mai, den kältesten Juni. Im Juli hat es gerade einmal 8 Tage über 30 Grad und jetzt hucken wir bei 13 Grad. Jetzt frage ich mich, wo bleibt denn die Verglühung? Ich hätte es ja gerne gewusst, weil mit der Sonne ihres Klimawandels würden nämlich die Schäden mehr trocknen. Daher hat der Harald Wilinski vollkommen recht. Und das Aufjaulen der ganzen Idioten in der Twitterblasen hat ihm ja recht gegeben. Denn die Südsteirer und die Südösterreicher, die Südkärntner, die Slowenen sind der profunde Beweis, dass alle die Prognosen, die ihr Giftmischer jeden Tag den Menschen in die Adern pumpt, um ihnen Angst zu machen, allesamt nicht gestimmt haben. Ihr habt es geglaubt, 2023, das ist jetzt das Superjahr. Jetzt können wir endlich die Menschen dem Klimakommunismus unterjochen. Die Sonne wird sich vergrößern, verdreifachen. Wir werden alle gegrillt, wie die Käsekreiner. Und was ist? 13 Grad haben wir. Die Wintermäntel packen wir aus. Herr Gross, also erstens einmal, die Wintermäntel sind bei vielen Menschen einfach schon kaputt, weil es weggeschwemmt worden. Ja? Und dass jemand... Ich weiß nicht, dass einer mit seinem Köller seine Wintermäntel aufbewahrt, meistens am Dach. Viele Menschen. Dass Menschen parteipolitisches Kleingeld wechseln in der ersten Sekunde eines Unwetters, anstatt Mitgefühl zu zeigen, anstatt zu helfen. Stimmt. Weil, wie gesagt, so, wir ich habe nur Ö24-Kinderreporter wie Sie erlebt, die sich dort hingestellt haben mit dem eigenen Werbematerial und gesagt haben vor der Überschwemmung, das ist alles völlig normal. Das ist alles kein Problem. Gehen Sie bitte weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Die Leute sind einfach unbedarft gewesen. Sie sagen bitte, das
86-jährigen Frau, die ich heute im Morgenjournal gehört habe, die erzählt hat, obwohl sie und ihr Mann extra viel in dieses Haus reingesteckt haben, um es krisensicher zu machen, dass sie selber schuld ist. Naja, selber schuld, liebe Frau, wenn sie 3 Meter runtergraben, dann müssen sie halt damit zurechtkommen, wenn sie überschwemmt sind. Das sagen Leute wie Sie Ihnen. Und Herr Gross, Sie haben offenbar in den letzten Jahren... Lass uns mir ausreden. Ja, Sie haben offenbar in den letzten Jahren nicht zugehört. Das, was der Watz sagt, was ich und was alle möglichen Expertinnen und Experten sagen, ist nicht, dass es konstant immer heißer wird, linear in Österreich. Das, was wir sagen, ist, dass die Wetterextreme immer mehr zunehmen. Das bedeutet, an einem Tag, an einem Ort extreme Dürre, wie es noch nie gab, und an einem anderen Tag, an einem anderen Ort extreme Überschwemmung, wie es noch nie gab. Das heißt, das, was wir jetzt gerade erleben, in Kärnten, in der Steiermark, in Oberösterreich, ist der beste Beweis dafür, dass wir Wetterextreme noch und nöcher haben. Aber eben nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Und dass Sie sich in so einer Situation hinstellen und nicht zuerst einmal Anteilnahme zeigen, sondern zuerst einmal sich über den Vizekanzler aufregen, der übrigens mit der Bundesregierung einen riesen Fonds zur Verfügung gestellt hat zum Ausgleich der Schäden. Ja, im Gegensatz zu Ihnen. Was haben Sie bereitgestellt? Nichts außer blöde Kommentare und die FPÖ. Also, dass Sie sich jetzt dahinstellen und sich auch noch spöttisch über diese Leute äußern und ihnen zeigen, wie deppert sie sind auf einer Karte, dass sie dort ihre Häuser gebaut haben oder von ihren Eltern übernommen haben und nicht gleich weggerissen haben, weil sie sagen, oh, der Gerald Groß hat gemeint, das ist ein Katastrophengebiet, da müssen wir wegreißen. Das zeigt die ganze Verlogenheit und Heuchelei von ihren Leuten und ihrer Partie. Na, wir brauchen auch gar nicht mehr darüber diskutieren. Ich glaube, das Thema ist durch. Na, das sind arme Leute, die bekommen jetzt gerade zum ersten Mal direkt und unmittelbar zu spüren, was in den nächsten Jahren auf uns noch weiter warten wird. In den gleichen Regionen, wo es jetzt extrem Hochwasser gibt, wird es in 1-2 Jahren vielleicht kein Wasser mehr geben. Aber, und das ist kein Widerspruch, das hängt zusammen. Aber kurze Frage, ich befürchte, dass Sie einer eingeschränkten Wahrnehmung unterliegen. Ja. Ich betone hier seit 17 Minuten, dass die Gemeinden falsch gewidmet haben und dass die Bürger ins offene Messer gelaufen sind. Sie unterstellen mir, dass ich meine, die Bürger seien selbst schuld. Unbedarft. Nein, das Problem bei Ihnen ist Folgendes, Sie hören weder zu, noch können das Gesagte verstehen, weil Sie keine analytische Denkweise haben und weil Ihnen in der Hitze des Waldviertels, dort wo Sie in Ihrem Privatpool, in Ihrem teuren liegen, wahrscheinlich irgendwer die Sonne, der Glutmuggel Ihnen die letzten 2 Gehirnzellen endgültig wegbrennt haben. Man nennt es auch Sonnenstich. Schauen Sie, ich muss Sie nicht persönlich angreifen. Doch, ich Sie schon, weil Sie mir einfach steppert sind. Ja, aber jetzt was anderes. Ich mag ja keine dummen Menschen, aber das wissen Sie. Aber unbedarft. Deswegen werden wir nie freien. Die unbedarften Leute in Kern. Aber jetzt kommen wir zurück zu dieser Geschichte. Ja. Sie sagen, diese Wetterextreme haben so oft zugenommen. Mhm. Dann zitieren Sie Wetterfrosch Hojatsch aus Favoriten, der das erste Mal in seinem Leben irgendwo Hochwasser gesehen hat. Und dann sagen Sie, er hat noch nie so etwas erlebt. Und zitieren auch andere Menschen, die 85-Jährige auch sagt, sie hatten noch nie so etwas erlebt. Und dann sagen Sie, aber die Wetterextreme werden so häufig. Also jetzt kenne ich mich nicht aus. Hat es die letzten 30 Jahre im Sulmtal, im Sackertal, in Südösterreich, in Kärnten 40 Hochwasser gegeben? Oder ist das das größte Hochwasser der letzten 70 Jahre, das wir nun erstmalig erlebt haben? Also nach Adam Ries, haben die Wetterextreme zugenommen? Oder war es eben das prognostizierte Jahrhunderthochwasser, vor dem alle Raumplaner die letzten Jahre Geologen gewarnt haben? Ganz einfach. Also es haben alle gewarnt. Leute haben es sich ernst genommen, oder was? Es sind 6 Meteorologen unten gestanden und haben im Übrigen auch Interviews gegeben, Geologen unten gestanden und haben gesagt, es war eine besonders giftige Mischung aus einer Fehlplanung in der Raumordnung, aus einer Abrodung von Hängern, die du nie abroden hättest dürfen für Bauprojekte, in weiterer Folge einer Zunahme der Widmungen in Bachnaden im nassen Bereich, in Mulden und in Tälern, mit einem Starkregenereignis, das zweifelsohne ein Starkregenereignis ist, das ist die letzten 20, 30 Jahre nicht gegeben hat. Aber das Starkregenereignis, Herr Dr. Bornmähner, war ein reines Adriatief. Ein reines, gefülltes, prall gefülltes Adriatief. Genuativ sagt man auch dazu, dass seit den 70er Jahren einigermaßen erforscht ist, dass sich in Wahrheit durch das warme Meer sättigt, die schwüle Luft die Wolken groß macht und dann in Slowenien bei uns irgendwo ablässt, damit es bei uns schön regnet, damit es bei uns auch was damit zu tun. Stimmt, ja, es sind die Seen, habe ich gelesen vorige Woche, die Seen in Österreich sind noch nie so warm wie jetzt. Jetzt habe ich in den Sübersee und den Waldschacher See eingegriffen, 12 Grad. Aus den Karpfen, die da drinnen schwimmen, kannst du bald Fischstäbchen machen. Die brauchst du nicht einmal einfrieren. Aber Herr Gross, also noch einmal, ich betone bei dieser Gelegenheit noch einmal, die
Hysterie ist gefährlicher als der Klimawandel. Ja, ja. Und am gefährlichsten ist die Dummheit solcher Menschen, die glauben, etwas zu sagen, dabei hätten sie nur die Goschen halten müssen. Ja. Ich bin nicht am Tag der Katastrophe aufgetreten in der Report und habe meine Weisheiten in einem eigenen Merchandise gefunden. Logisch, gefühlt. Wissen Sie warum? Ja. Weil sie im Waldviertel nichts anderes gemacht haben, als einzuschalten und gesagt haben, so traurig. Ah, so traurig. Wissen Sie, und die Marlene Schwarzig hat 5.000 Euro in die Hand genommen und hat gleich gespendet. Ja, die holt sie sich auch zurück bei der Lohnerhöhung der Politiker. Moment. Die Marlene Schwarzig hat gleich 5.000 Euro in die Hand genommen und hat gespendet. Der Dominik Nepp hat gleich ein paar Tausend Euro in die Hand genommen und hat genommen. Und wer zahlt den Katastrophenfonds? Moment. Das ist ja Kogler. Wer zahlt den Katastrophenfonds? Das ist eine super Überleitung. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Ja, reden wir. Nein, Achtung, ich bin nur am Wort. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Der Kogler greift in einen Steuertopf, der ihm nicht gehört. Die greifen in ihren eigenen Gehaltstopf. Den er auch nicht gehört. Und das ist der feine Unterschied. Herr Groß, die Watze gönnt sich jetzt eine Gehaltserhöhung, die im Jahr wahrscheinlich über 10.000 Euro ausmachen wird, brutto aufs Jahr gerechnet. Obwohl der Herbert Kickl in Wien und Sie noch letzte Woche gepoltert haben, um Gottes Willen, was für eine Sauerei. Manfred Heimbuchner, Marlene Watzek und andere erlauben sich dann, und jetzt kommen Sie gönnerhaft daher, nachdem Sie sich 10.000 da einstecken, nehmen Sie 5 wieder aus und sagen, so bitteschön, ich verteile jetzt alle. Ein bisschen Jörgi nachschauen, oder? Weil man auch gelernt bei ihm, oder? Jetzt macht die Schwarze den Jörgi für Arme. Das ist wirklich schäbig, Herr Groß. Nein, die macht das ganz anders. Moment, wie sie es macht, darüber sprechen wir. Das ist ja das Modell LKK, das Sie so schätzen, Herr Groß. Was haben Sie gegen die LKK? Was haben Sie gegen Mildtätigkeit? Was haben Sie gegen Wohltätigkeit? Wissen Sie, was der Witz ist? Die nehmen sich, die hat es bekommen, die Gehaltserhöhung. Natürlich, sie kann es auch nicht ablehnen. Sie kann nur mehr spenden, Herr Doktor. Genau. So, und manche Landespolitiker und manche Gemeindepolitiker können es auch nicht ablehnen. Natürlich könnte sie. Nein, können sie nicht, sondern sie können am Ende, nur noch mehr spenden. Nein, und daher halte ich das in Ordnung. Das ist das Beschließen. Also, der Nepp kann nicht ablehnen, ein Stadtrat, aber die Bürgermeisterin von Graz könnte ablehnen. Die Landeshauptfrau Stellvertreterin kann. Wie denn? Kann sie. Wie denn? Bei einer Bundesgesetzgebung über Gehaltspyramide? Nein, indem sie die Bundesgesetzgebung beeinflusst. Entschuldigen Sie, die Möglichkeit. Wie denn? Wir sind noch nicht beim Thema. Erklären Sie mal technisch, wie das abläuft. Ja, erklären Sie mal das. Entschuldige, das ist die Entscheidung von 183 Hanseln, oder? Ja. Und wenn die FPÖ nicht mitgeht oder eine andere Form... Achtung, wie beeinflusst der Landeshauptmann Stellvertreter die Gehaltspyramide des Bundes? Das erklären Sie mir jetzt technisch. Sie haben im Parlament für die Liste Pilz gearbeitet. Sie waren Fachreferent eines Parlamentsclubs. Auf Steuerzahlerkosten. Ist mir vollkommen wurscht. Sie haben studiert. Sie sind ein Universitätsprofessor. Sie sind Verfassungsjurist, Sie sind Impfjurist, Sie sind Wetterjurist, Sie sind Ernährungsexperte, Sie sind Veganist, Sie sind Kommunist, Sie sind ja alles. Jetzt erklären Sie mir, den technischen Ablauf, mittelbaren und unmittelbaren Bundesverwaltung. Wie kann der Landeshauptmann von Stellvertreter von Salzburg die Stadt Meine Herren, bevor hier jemand einen Herzinfarkt kriegt, wollen wir uns ein bisschen mäßigen. Auch wenn ich jetzt bei Ihnen ein bisschen Öl ins... Der Kaffee ist Kaffee. Achso, ist Kaffee gut. Ich dachte, das ist ein Negroni. Wir wollen jetzt unseren Zuschauern aber auch ein paar echte Fakten liefern, nämlich jene, die heute von der EU-Klimawandeldienst Copernicus veröffentlicht worden sind. Es war tatsächlich der heißeste Juli in der Messperiode, den es jemals gegeben hat. Seit Jahrtausenden. 16,95 Grad Durchschnittstemperatur, das ist ein Anstieg um 0,33 Grad. Also es ist wissenschaftlich erwiesen, auch Herr Groß, wenn Sie es nicht glauben können, weil Ihr Fass in Graz am Balkon vielleicht wieder mal übergelaufen ist vor lauter Freude am nicht vorhandenen Klimawandel in Ihren Augen. Fröhlich. Sie müssen ein bisschen auch die Fakten einmal ansprechen. Also wir haben tatsächlich eine Klimaerwärmung, die Sie jetzt von Experten bestätigt haben. Gibt Ihnen das nicht ein bisschen zu denken, dass vielleicht auch ein Klimawandel stattfindet? Das sind, glaube ich, die Experten, die gesagt haben, wir müssen sehr viele Lockdowns machen und eine Impfpflicht. Nein, das war nicht Copernicus. Das sind die gleichen. Nein, das ist nicht Copernicus gewesen. Das sind die sogenannten Faktenchecker. Nein, jetzt möchte ich Folgendes auf diese Theorie. Das ist keine Theorie, das sind die aktuellen Daten, die die EU heute veröffentlicht hat. Ja, ich weiß nicht, die EU ist ja der Meinung. 10:15 Uhr. Die EU ist auch der Meinung, dass in der Ukraine ein Krieg wird. Aber zurück zu den sogenannten Faktenchecken und Weisheiten der EU, die ja der Herr Guterres vor einer Woche schon gebracht hat, der UN-Generalsekretär. Es ist der heißeste Juli seit Jahrtausenden. Der heißeste Juli seit Jahrtausenden weltweit. Dann kommt man drauf, erst in den 70er Jahren messen wir Temperaturen einheitlich weltweit mit einem System, nämlich durch die elektronische Messung. Vorher war es das Glasröhrl mit dem Quecksilber drin. Messen wir einheitlich. Dann kommt man weiter drauf, auf den Einwand gegen Guterres, aber warum? Wir wissen erst seit, den 70er Jahren einheitlich die Welttemperatur. Ja, das haben Bohrkernmessungen ergeben,
weil man in die gewissen Altersschichten hineingegangen ist und geschaut hat, ob es Hitzeperioden oder Kälteperioden gegeben hat. Da kommt man zu einer ganz gleichen Studie von unzähligen Bohrkernmessungen weltweit, die eine Temperaturzeitleiste über 5.000, 6.000 Jahren gebracht haben und kommen drauf, dass wir noch immer 3 Grad unter der letzten Wärmeperiode vor 2.500 Jahren liegen. Laut dieser Bohrkernmethoden. Dann heißt es, nein, das ist falsch, weil die haben in einem Moor unten graben und die haben richtig graben und das sind die falschen Bohrkerne und das sind die richtigen Bohrkerne. Also ich meine, so einen Humbug habe ich selbst noch nie gelesen. Okay. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, dass Grönland eisfrei war vor Millionen von Jahren. Noch nie. Na, ja. Sie können sich an Millionen von Jahren zurückerinnern. Natürlich, ich kann mich erinnern. Er war dabei. Er und der Hans Strache haben Grönlandwein getrunken. In meinem Vorleben. Das ist unglaublich. Also ich meine, das muss ja wirklich den dümmsten, der dummen und der radikalsten und radikalisiertesten der Grossjünger, und die gibt's, zu denken geben, wenn sich jemand heute, an einem Tag wie heute, wo wir wissen, dass gestern ein alter Mann gestorben ist, in Kärnten, in den Fluten umgekommen ist, heute hinsetzt und den Leuten de facto sagt, seid nicht so deppert, das gab es eh immer schon. Also erstens einmal, seid nicht so hysterisch, wenn ihr absauft und eure Häuser krachen gehen, weil das gab es eh immer schon. Zweitens, ihr seid einfach zu deppert, nämlich zu unbedarft, um zu verstehen, dass ihr eure Häuser nicht hinbauen hättet sollen. Und drittens, regt euch nicht so auf. Und das ist etwas, wo ich mir denke, wie kann man so verirrt und verwirrt sein? Also dass man Fakten von der Europäischen Union, von wissenschaftlichen Institutionen nicht anerkennt, das sind wir ja gewohnt. Das sind wir durch alle Krisen und so weiter gewohnt. Da ist Hopfen und Malz verloren. Aber diese Gefühlskälte, sich in so einer Situation hinzustellen und den Leuten auszurichten, sie sind selber schuld de facto und sie sollen sich nicht so aufregen, weil das war immer schon so, das finde ich eine Frechheit. Ich glaube, das Thema haben wir wirklich durch. Ich möchte mal einfach im Interesse der Menschen, die ja wirklich, glaube ich, entsetzt sind und die dann zu Hause sitzen und sich denken, wahrscheinlich desillusioniert von ihrem großen Held Gerald Gross, der jetzt die letzten Gehirnzellen offenbar verloren hat, ich würde wirklich über was anderes sprechen, weil sonst werden wir hier noch erleben, dass manche Leute... Grönland wäre nicht eisfrei gewesen. Nee. Grönland war vor 400.000 Jahren exakt 16 Jahre eisfrei, hat die University of Vermont festgestellt, in einer Bohrkernmethode. Ganz einfach. Wir gehen kurz in eine kleine Werbepause. Wissen Sie, wie das ausgeschaut hat? So guter Mann. Das waren so die Ränder, Herr Groß. Ja, ich weiß eh. Wir gehen kurz in eine kleine Werbepause und dann diskutieren wir weiter. Aber ich verspreche es Ihnen nicht über Grönland, sondern es wird spannend. Wir diskutieren darüber, wer denn aller schuld ist an der Misere Österreich, auch in puncto Teuerung, und welcher Politiker hat jetzt eigentlich tatsächlich eine Lohnerhöhung verdient oder auch nicht. Und außerdem, wo ist eigentlich der Bundeskanzler? Bleiben Sie dran, geht spannend weiter. Fellner Live, die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf UE24 TV. So, abgekühlt nach einer kleinen Pause melden wir uns wieder zurück aus dem OE24 TV-Studio mit den zwei bekannten Protagonisten dieser Sendung. Gerald Gross und Sebastian Born-Mina, nochmals danke fürs Kommen, wobei ich mir da mittlerweile nicht so sicher bin und sehr froh bin, dass man mir heute eine Gefahrenzulage versprochen hat für das Moderieren dieser Sendung. Ich hoffe, ich kriege sie auch tatsächlich. Aber da sind wir auch schon beim Thema. Und zwar, es geht um eine Nulllohnrunde für die Politiker. Haben sich Österreichs Politiker eigentlich verdient, dass sie tatsächlich eine Lohnerhöhung kriegen? Und ist diese Nulllohnrunde, die der Kanzler bereits angekündigt hat, ist das nur Show oder meinen die das ernst, dass sie einfach sagen, sie solidarisieren sich mit der Bevölkerung? Sebastian Born-Mina, mehr Geld für die Politiker, haben sie sich's verdient? Ist das okay, die Inflationsanpassung? Ich glaube, da muss man differenzieren. Ich finde, dass die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, von denen es Tausende in Österreich gibt und die gerade jetzt in diesen Stunden, wo es auch um die Unwetter geht und auch in sonstigen Notlagen immer der Bevölkerung zur Seite stehen, weil sie aus der Mitte der Bevölkerung kommen, weil sie ja in Wirklichkeit nur ein kleines Zubrot bekommen, im geringfügigen Ausmaß vielleicht, die sollten auf jeden Fall mehr Unterstützung bekommen. Die sollten mehr Gehalt bekommen, die sollten mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, weil das sind die Stütze und die Säule der österreichischen Gemeinden. Wo ich wenig Verständnis habe, sind für die Spitzenpolitiker, wie zum Beispiel Landeshauptleute, noch weniger bei den Landeshauptleuten Stellvertretern und noch weniger bei den nicht amtsführenden Stadträten, die in Wirklichkeit bezahlt spazieren gehen. Da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, weil da geht es um Summen. Wenn wir da von 10% Anhebung reden, dann reden wir sofort von 20.000, 30.000 Euro pro Jahr an mehr Einnahmen. Bei den Landeshauptleuten und Landeshauptleuten Stellvertretern, auch bei 5%, die jetzt im Raum stehen, reden wir immer noch von fast 10.000 Euro brutto pro Jahr, die da mehr kommen. Und deswegen habe ich kein Verständnis dafür, dass jemand in einer Situation, der noch dazu in der Vergangenheit immer offensiv
eine Kritik an der Anhebung der Politikergehälter ins Treffen geführt. Marlene Swatzing, ich habe Aussagen von ihr aus der Vergangenheit gefunden, wo sie Wahlkampf damit gemacht hat, dass sie Nulllohnrunden verlangt, dass sie es eine Frechheit findet und so weiter. Was sie jetzt macht, ist, sie gönnt sich einfach diese 5%ige Gehaltserhöhung, die eben fast 10.000 Euro ausmacht, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist etwas, das verstehe ich nicht. Also da bin ich einfach menschlich auch enttäuscht, weil, dass ich kein Freund der FPÖ bin, ist das eine. Ja? Aber ich habe Herbert Kickl recht gegeben bei seiner Kritik an der Bundesregierung und ich habe mir eigentlich erwartet, dass gerade eine Marlene Swatzig, die angetreten ist als eine junge, progressive Kraft, die es anders machen möchte als die bisherigen Parteipolitiker, dass gerade die nicht mitgeht und sich offen gegen ihren Parteiobmann stellt, genauso wie der Manfred Heimbuchner, aber dass der auf einem anderen Planeten wohnt, meiner Meinung nach, das ist eh schon länger bekannt. Aber das entfremdet mich, das enttäuscht mich und ich bin ganz, ganz sicher, dass irrsinnig viele Menschen, weil ich habe mit vielen von denen in Salzburg, wo meine Frau von dort kommt, gesprochen im Vorfeld der Wahlen, die gesagt haben, sie wählen die Marlene Swatzig, weil sie eine junge, unverbrauchte ist, die das anders macht und die vor allem Sozialgerechtigkeit auch in ihrem Programm hat. Das ist, glaube ich, wirklich eine große Enttäuschung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, bei den nächsten Umfragen werden wir einen Absturz der FPÖ im Bund, aber auch auf Landesebene erleben, weil das versteht keiner mehr, dass die sich jetzt quasi diese Gehaltserhöhung gönnen. Verstehen Sie es, Herr Gross? Ich bin gegen die Gehaltserhöhung. Und zwar grundsätzlich, weil ich dieses System in Österreich für vollkommen falsch halte. Du hast eine Inflationsanpassung der Pensionen. Warum? Weil du Pensionistinnen und Pensionisten, aber auch im Kollektivvertrag aktiven Arbeitnehmern, die Inflation ausgleichen musst, damit sie auch in Zukunft abzüglich der Inflation die gleiche Kaufkraft haben und damit ihre ökonomische Freiheit bestreiten können und sichern können. Daher halte ich die Angleichung von Gehältern und von Pensionen als aktives und nicht aktives Einkommen anhand der Inflation für absolut in Ordnung in Österreich und das System auch für richtig. Ich würde mir wünschen, dass wir auch das Pflegegeld in Österreich endlich der Inflation anpassen. Das tut die Bundesregierung nicht. Dass wir das Arbeitslosengeld in Österreich der Inflation anpassen. Dass wir in Wahrheit unsere Sozialleistungen der Inflation anpassen. Das, was ich aber nicht verstehe, ist, dass Politiker an der Inflation gekoppelt sind. Denn was bedeutet das? Der Politiker verursacht die Inflation durch seine falsche Politik und ist der Hauptnutznießer bei seinem Gehalt. Daher sage ich, ich würde einen anderen Weg gehen. Je höher die Inflation, umso größer die Kürzungen genau in der Größenordnung der Inflation der Politikergehälter. Das heißt, wenn wir in Österreich eine Inflation von 10% haben, dann kürzen wir die Politikergehälter von 10%. Haben Sie das Watzer gesagt? Keine Sorge. Wenn wir in Österreich ein hohes Wirtschaftswachstum haben, dann sollen die Politiker mehr verdienen. Wenn wir in Österreich in eine Winterrezession schlittern, dann sollen wir genau um das Minus des Wirtschaftswachstums wie die Politikergehälter kürzen. Und jetzt zur Diskussion innerhalb der Freiheitlichen Partei, der ÖVP und der SPÖ. In der SPÖ flammt derzeit die Diskussion auf, dass sehr viele Länder in der SPÖ, Lang, Dornauer etc., das nicht machen wollen, was Babler gesagt hat. Nämlich der Pablo hat dasselbe gesagt wie Kickl. Die wollen in den Ländern, die Landeshauptmann-Stellvertreter, ihre Gehaltserhöhung von 5% kassieren. Bei der Freiheitlichen Partei macht es Frau Swatzig und Herr Heimbuchner, ich verstehe es nicht. Ich verstehe ihre Argumentation grundsätzlich, weil sie sagen, wir wollen, dass die Gemeinderäte und die Bürgermeister gut entlohnt werden, weil sie sind von unseren Gehältern in der Pyramide wieder abgekoppelt. Nur ich habe der Marlene Swatzig selbst erklärt, eigenhändig am Telefon, Marlene, das kannst du keinem Menschen in dem Land erklären. Sie sagt dann zu Recht drauf, ich möchte wiedergeben, was sie gesagt hat, und das ist sehr ehrenwert. Gerald, ich habe von diesen Gehaltserhöhungen der letzten Jahre in der Politik nie etwas gehabt. Nur damit du weißt, ich habe erst heute wieder aus meinem Gehalt, von meinem Privatkonto, 5.000 Euro den Flutopfern oder den Unwetteropfern in der Südsteiermark gegeben. Aber das ist ja großartig. Ich verstehe es, nein. Du kannst es aber dennoch nicht, der Dominik Knepp hat das ja auch in Wien heute genau, im Interview klar offengelegt. Genau, alle seine Spenden, hat seine Spendenliste mitgebracht. Hat, ne? Ja, genau. Der Dominik Knepp hat bei Wien heute die Gehaltserhöhungen. Er kann nicht verzichten, weil der Bürgermeister hat es für die gesamte Landesregierung und Stadtregierung angenommen und hat vorgelegt, der hat er die Waschmaschine gezahlt, die hat er vor der Delogierung bewahrt, dem hat er geholfen. Ja, aber warum legt das die Marlene Swatzig dann nicht auf? Ich sage eines, du kannst es dennoch, auch wenn du noch so löblich, wie zum Beispiel Frau K. es in Graz macht, die auch nicht verzichten kann auf die Gehaltserhöhung, aber sie wird spenden, so wie der Knepp und die Swatzig, du kannst das dennoch als eine bundespolitische Kraft, wie es die FPÖ ist, nicht erklären, dass einzelne Proponenten in den Bundesländern sagen, okay, machen wir halt mit. Und zwar, warum kannst du es nicht machen? Warum kannst du es nicht machen? Nicht, weil die Politiker schlecht oder gut arbeiten.
Keineswegs. Du kannst in dem Land nicht zuschauen, wie die Zinsen derzeit das gesamte Ersparte der Menschen auffressen. Du kannst nicht zuschauen, wie die Lebensmittelpreise sich verdoppeln. Mieten. Du kannst nicht zuschauen, wie sich die Mieten verdoppeln. Du kannst nicht zuschauen, wie die Einkäufe nicht mehr leistbar werden. Du kannst nicht zuschauen, wie die Betriebe krachen. Und dann sagst, haben wir super gemacht, haben wir 5% mehr verdient. Wir kommen dann auch noch zum Thema der Teuerung. Ich möchte einen Satz dazu sagen. Ja? Ich bin ja ganz bei Ihnen, wenn es so wäre, dass die Marlene Swatzer gesagt hätte, ich bin gegen diese Erhöhung, Punkt. Aber ich kann sie leider nicht verhindern, weil ich bin halt nur die Stellvertreterin. Deswegen mache ich einen eigenen Spendentopf, wo ich ganz transparent die Gehaltserhöhung... Aber, das hat sie nicht gemacht. Genauso. Und das ist meine Kritik. Ja, haben Sie vollkommen recht. Dann sind wir eh d'accord. Na ja, d'accord. Moment, hier im Studio. Du kannst nicht verzichten, weil der Haslauer das annehmen will. Ja? Dann prügel erstens einmal den Haslauer und nimm ihn in die Pflicht, dass er das überhaupt annehmen will. Und das Zweite ist, wenn du in der Koalition bist und nicht ausscheren kannst, dann mach sofort den Marlene Schwarzeck Sozialfonds. Da zahlen alle deine Landesräte ein, da zahlst du als Landeshauptmann Stellvertreterin ein und dann immer zwischen Weihnachten und Neujahr in der ruhigen Zeit präsentierst du die Namen, wem hast du geholfen, mit der Auflage, dass in den Medien nicht die Namen Marlene Schwarzeck Sozialfonds, wir warten auf ihn. Schöne Idee, vielleicht schaut uns die Frau Schwarzeck auch heute wieder zu. Wäre eine gute Idee, vielleicht macht sie es auch. So, ich würde aber ganz gern kurz beim Thema bleiben. Sie haben es angesprochen, der Herbert Kickl war dafür, dass es einen Lohnstopp für Politiker gibt. Die Marlene war dagegen. Jetzt ist aber meine Frage, Herbert Kickl verliert er ein bisschen bei seinen Handlangern, hätte ich jetzt schon fast gesagt, habe mich an Wording angepasst. Möchte ich sofort zurücknehmen natürlich. Verliert er jetzt mittlerweile ein bisschen bei seiner Partei an Stellung, weil immerhin sind das ja nicht irgendwer, Heimbuchner und Swatzeck, die sich dagegen seine Parteilinie, die er ausgerufen hat, stellen. Kommunizieren die nicht miteinander, was passiert da, warum wird Herbert Kickl nicht öffentlich unterstützt von Marlene Swatzeck und Heimbuchner in seinen Forderungen und seinen Ideen? Naja, das müsste man Marlene Swatzeck und Herrn Heimbuchner fragen. Sie haben ja den heißen Draht. Ich sag noch einmal, da müsste man die fragen. Ich hoffe, dass sich die moderne Technologie eines Handys oder eines persönlichen Gesprächs bei der Freiheitlichen Partei herumgesprochen hat. Oder ein paar Chats? Ich würde es Ihnen empfehlen, sich einfach zu unterhalten. Auf die Grundfrage, ist Herbert Kickl geschwächt in der Freiheitlichen Partei wegen seiner Forderung? Nein. Da komme ich nach dem Umfragenforscher Haselmeier und dem Politologen Haselmeier, der jetzt unlängst einmal gesagt hat, ganz im Gegenteil, das Thema zementiert ihn nur noch fest ein. Weil was passiert? Es ist ja tatsächlich so, dass in der Freiheitlichen Partei mit 50.000 oder 60.000 Mitgliedern österreichweit, Hunderten von Mandataren, Funktionären, Nationalratsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, Gemeinderäten etc., tatsächlich nur zwei Personen der Meinung sind, nämlich der Herr Heimbuchner und die Frau Swatzeck, dass sie 5% mehr wollen. Sonst habe ich sehr viele Kontakte in die Freiheitliche Partei. Niemand. Der Dominik Knepp spendet seine Gehaltserhöhung, versucht sie in Wien zu verhindern. Der Tschürz spendet seine Gehaltserhöhung, versucht sie zu verhindern. Der Kunasek nimmt gerade den Drechsler in die Pflicht, damit ja in der Steiermark es zu keiner Gehaltserhöhung kommt. Dann ersparen wir auch der Frau Kater, sie mehr verdient im Übrigen. Die Kärntner dasselbe. Also ich würde sagen, der Heiligenschein über der FPÖ. Nein, bei 60.000, 70.000 Mitgliedern, wenn zwei einer anderen Meinung ist, dann würde ich sagen, dann ist das pluralistische Meinungsbildung, aber nicht mehr. Interessante Selbstillusion der Salzburger und Oberösterreicher offenbar. Jetzt ist ja oftmals immer wieder argumentiert worden. Kann man auch hersetzen, die Salzburger und die Oberösterreicher. Ja, ich bin dort nicht der Pressesprecher. Oftmals werden ja auch die hohen Politikergehälter, die zumindest für den Großteil der Bevölkerung sehr hoch anmuten, ja, werden oft damit argumentiert, dass man sagt, der Politiker braucht ja ein hohes Gehalt, der trägt ja auch viel Verantwortung, der nimmt ja auch viel wahr, der hat keine geregelten Arbeitszeiten, der muss sein Privatleben oftmals hinten anstellen und zwar in einem extremen Ausmaß. Es gibt viele Gründe, warum man diese hohen Gehälter rechtfertigt. Jetzt fragen sich dann aber einige Bürger, wo ist eigentlich der Bundeskanzler, wenn es doch ums Thema Flutkatastrophe geht? Wo ist er? Fragt sich das auch Sebastian Bornwiener. Ja, selbstverständlich, weil ich hätte mir schon erwartet, dass der Herr Nehammer seine Gummistiefel auspackt und runtergeht und selber hilft. Also ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe zwar gesehen, dass er, glaube ich, einen Tweet abgesetzt hat oder einer von seinen 110 PR-Mitarbeitern das gemacht hat für ihn, ich weiß es nicht. Aber ich habe ihn jedenfalls nicht im Katastrophengebiet gesehen. Und das ist schon etwas, das man sich erwarten können muss. Ich meine, von Wien in die Steiermark, das sind 2 Stunden. Ja? Der kriegt sicher einen Helikopter, dann braucht er 10 Minuten. Also das heißt, es kann nicht daran liegen, dass er verhindert wäre, seinen Landsleuten zu helfen. Und ich erwarte mir eigentlich schon, dass ein Bundeskanzler, der nicht nur, weil er so wahnsinnig gut bezahlt wird, sondern weil er natürlich auch das ganze Prestige mitnimmt. Wir haben ja erlebt, was ehemalige Bundeskanzler, egal welcher Partei, nachher für dubiose Deals mit irgendwelchen Diktatoren machen, einfach Kraft ihres Renommees, dass sie aus der Position mitnehmen. Also wenn jemand schon Bundeskanzler sein darf, durch einen Geschichten
tödlichen Unfall, wie im Falle des Herrn Nehammer, dann sollte er, finde ich, diese Position auch ausfüllen, gefälligst seine Amtsgeschäfte jemand anderem übertragen und seine Gummistiefel einpacken und runtergehen und helfen. Ich finde, das ist eine doch selbstverständlich. Warum können das Krankenpflegerinnen, warum können das andere Hackler, die sich freinehmen, die sich unbezahlt freinehmen, um in ihrer Gemeinde zu helfen. Es sind tausende Menschen, die jetzt gerade helfen. Die alle können helfen, aber der Herr Bundeskanzler schafft nur einen Tweet auszusetzen. Also, das geht mir auf die Nerven. Und wie gesagt, Herr Gross, ich hätte mir auch von Ihnen, gerade weil Sie dort wohnen, weil ich garantiere Ihnen eines, sollte es jemals, jemals zu so einer Katastrophe im Waldviertel kommen, dann verspreche ich Ihnen, dass ich kein einziges Interview gebe, schon gar nicht mit einem Sebastian Bäumener-Kapperl auf, sondern ich werde helfen den Leuten, so wie ich das immer mache. Ja, ich helfe in der Region. Ja. Ich stelle mich nicht hin und mache den Kinderreporter. Nein, ich möchte es schon sagen. Das ist so typisch Politiker gehabt. Ich war halt nie Politiker. Sie waren Politiker im Land, im Bund, sogar Parteichef, sogar Bundespräsidentschaftskandidat. Sie haben sogar ihr eigenes Marketingwandel. Und ich finde, eigentlich hätte ich mir Sie vorgestellt, in Gummistiefeln schaufeln. Das hätte ich mir erwartet. Und nicht in der Früh dort stehen und sagen so, ist alles okay, gehen Sie weiter, kein Problem. Herr Doktor, der Herr Westendahl hat zumindest die Ehrlichkeit gehabt zu sagen, sowas hat es hier noch nie gegeben. Der hat zumindest die Fakten anerkannt. Sie sitzen hier und sagen den Leuten, seid ein bisschen zu unbedarft, kann Herr Dr. Bornmänner, ich möchte Sie und den Kanzler wirklich davor warnen, Hilfe anzubieten und Hilfe zu leisten. Wer es nicht kann, wer zwei linke Hände hat und wer zu dumm für Arbeit ist, ist in einer besonders schwierigen Situation, wie wir sie in Südösterreich haben, komplett fehl am Platz. Wenn Sie gerne Katastrophentourismus machen, wenn Sie den Kanzler beim Katastrophentourismus machen, laden Sie uns zu sich ins Waldviertel ein, da ist bei Ihnen in Ihrem Haus Katastrophe genug. Ja? Und zwar intellektuelle Katastrophe. Also, Herr Kost, so, und jetzt komme ich zu der Antwort. Warum will ich den Kanzler, wo ich den Kanzler haben will? Ich möchte den Kanzler nicht in Gummistiefel sehen wie den Herrn Viktor Klima, 99 beim großen Hochwasser, wo sich ein Kanzler in Gummistiefel, nie. Kein einziges Mal. Wo sich ein Kanzler sowas von lächerlich gemacht hat, weil er geglaubt hat, mit Gummistiefeln nur irgendwem zu helfen und in Wahrheit ist er den Rettungssanitätern und den Feuerwehrleuten nur weggestanden, wie es der Bornmänner halt auch tut. Ich will, dass der Kanzler von Griechenland zurückkommt, weil dort befindet er sich, ja, von seinem Cevapcici-Braten wieder heimfliegt, dort sich ins Büro setzt, sich die Schadenssummen ansieht, sie addiert, mit den Versicherungen Kontakt aufnimmt, wie viel übernehmt ihr, den Rest übernehmen wir, eine Pressekonferenz in Wien macht, dort eine Erklärung abgibt, dass er die Kosten der Katastrophenfonds der Republik Österreich, die konkreten Kosten tatsächlich übernimmt, die Länder und die Gemeinden mit der Auszahlung beauftragt. Das erwarte ich mir von einem Kanzler. Und das mache ich seit Samstag, mich UE24 gebeten hat und angefragt hat, in dieser Situation ein Interview zu geben, mich dafür einzusetzen, dass die betroffenen Bürger voll entschädigt werden. Und dass das Leid der betroffenen Bürger in der Südsteiermark nicht dazu dient, dass sich ein Werner Kogler oder ein Sebastian Bornmänner und wie die ganzen Hysterie-Sirenen alle Hasen ihre Klimawandeldebatte auf dem Rücken von Menschen machen, denen gerade die Hitten weggeschwommen ist. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Und so halte ich es. Und ob andere Kommentatoren darin die größte Flut sehen, weil es wahrscheinlich den Floridsdorfer oder Favoritner Boch noch nie so angeschwollen gesehen haben, kann ja auch sein. Soll jeder das sagen, was er für notwendig hält. Das, was ich bei dem anderen Mini-Zip-Kommentator sehr schätze, ist, dass er sich auch dafür einsetzt, das muss man sagen, dass die Bürgerinnen und Bürger in seiner Nachbarschaft alle ordnungsgemäß entschädigt werden. Und das erwarte ich mir von Kommentatoren, das erwarte ich mir von Politikern. Aber bitte nicht den Bornmänner mit seinen zwei schiefen Händen und Nehammer mit seinem Kuckident-Gebiss und ich sage, kann ich helfen? Die können sie ja nicht einmal einen Sandsack tragen. Zeigen Sie mal Ihre Hände. Haben Schwielen auf den Händen? Sie, na, gegen null. Nein, sie, keine einzige Schwiele ist auf den Händen. Wie schaut das diese Hände, wie schaut das diese, solche Hände, wie Ihre Hände ausschauen, das sind zum so Schwatteln große, da, aber nicht zum Arbeiten. Ich habe so große Hände. Ich schwiel einen ganzen Keller mit meinen Händen leer. Ja, Bascha ist. Aber es gilt, na warte mal kurz, es gilt im Katastrophenfall. Es gibt noch genug Keller, Herr Bornmänner, so ist es nicht, Sie sind eingeladen zu helfen. Es gibt im Katastrophenfall das gleiche wie bei einem Herzstillstand. Wegschauen oder sich vor die Kamera stellen und reden ist das Schlechteste, was man machen kann. Es gibt im Notfall keine falsche Hilfe. Jede Hilfe ist wertvoll. Und Herr Gross, einen Kübel tragen kann er jeder.
Eine Schaufel in die Hand nehmen kann auch jeder. Gut. Und ich finde und ich erwarte mir, dass jemand, der zu den Top bezahlt. Herr Dr. Bornmänner, passt. Lassen wir morgen um 8 Uhr. Nein, Ausschluss. Morgen ist Mittwoch. Um 8 Uhr, ich organisiere es. Sie kommen zu mir in die Südsteiermark. Wir helfen unten in Heimschuh paar Bauern. Lass es mir ausreden. Gebongt? Lass es mir ausreden. Ja, ich habe zwei kleine Kinder, die ich versorgen muss, Sie Wahnsinnige. Was ist Ihre Ausrede? Wenn der Herzinfarkt, wenn der Herzstillstand ist, sagen Sie, Sie haben zwei kleine Kinder. Nein, dann helfe ich natürlich vor. Nein, dann helfen Sie. Das habe ich ja vor. Ich habe Ihnen vor kurzem erzählt, dass jemand vor meinen Augen gestorben ist. Und was haben Sie gemacht? Der ist nicht gestorben. Was haben Sie gemacht? Der ist nicht Sie haben sich hierher gesetzt und haben sich lustig gemacht. Das gleiche wie in der Steiermark. Vor Ihrer Tür saufen Menschen ab, sterben Menschen und Sie setzen sich hierher und sagen. Das ist Steiermark, Herr Dr. Bornmänner. Nein, jetzt lassen Sie mir ausreden. Nein, jetzt lassen Sie mir ausreden. Der Mensch ist nicht gestorben. Herr Gross, ich finde das gut. Wir werden das jetzt mit Ö24 ausmachen. Gerald Gross wird morgen um 8 Uhr in der Früh, dort wo er wohnt. Mit Ihnen gemeinsam. Dort, nein, nicht mit mir gemeinsam. Natürlich. Dort, wo Sie wohnen. Ich helfe dort, wo ich wohne. Moment. Ja? Also dort, wo Sie wohnen. Solidarität. Moment. Sie wollen ja, dass wir in Nigeria auch helfen. Also helfen Sie es weiter. Also meine Herren, es gibt einen Punkt. Nein, es gibt einen Punkt auf dem Schicksal von anderen Menschen. Entweder ärgerliche Hilfe, die hier zustande kommt, oder Sie verzichten beide. Sie kriegen von mir danach das Spendenkonto, wo wir OE24TV und die österreichische Volkshilfe und die österreichische Volkshilfe. Ich erkläre es gerade. Okay, super. Schaut euch alles nicht. OE24TV und die österreichische Volkshilfe haben gemeinsam eine tolle Spendenaktion gestartet, wo viele Österreicherinnen und Österreicher, ganz, ganz viele Zuseher, die heute mit dabei sind und an dieser Stelle Riesendanke, bereits tolle Spenden gesammelt haben. Von einem Euro aufwärts. Und ich bitte Sie, das weiter zu tun. Wir wollen eine ernsthafte Hilfe leisten. Wir wollen hier keinen Klamauk drüber machen. Und jede Diskussion darüber, wer eine Schaufel in der Hand hat, hat sich erübrigt. Es ist egal, auf welche Art und Weise man hilft. Helfen muss man. Und das können Sie zu Hause und das können Sie im Studio. Und wir machen uns eine schöne Summe aus, die auf dieses Spendenkonto kommt. Dazu nutzen wir die Werbepause. Dann gebe ich den beiden ein bisschen Gas, dass sie nicht so frech sind. Und dann diskutieren wir weiter, und zwar ums Thema Teuerung. Weil da kann man sich auch ordentlich aufregen. Fellner Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Auf OE24TV. Herzlich willkommen zurück nach der Werbepause. Wir diskutieren hier gleich weiter. Diesmal in diesem Abschnitt der Sendung ist das Thema die Teuerung. Herbert Kickl hat in dieser Woche einen Brief, einen offenen Brief an Österreichs Banken geschrieben, wo er unter anderem dazu aufruft, dass die Banken mehr Bürgernähe zeigen und auch mehr Verständnis für die aktuelle soziale Situation von vielen Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern. Unter anderem kündigt er da oder verlautbart er dort, dass die Erste Bank Group 30% Gewinnanstieg verzeichnet hat auf 900 Millionen und die Raiffeisen sogar 3,6 Milliarden Jahresgewinn verzeichnet hat im vergangenen Jahr. Das sind horrende Summen, die sich so manch einer von uns nicht einmal vorstellen kann. Und dann fragt man sich schon, muss da wirklich die Bank so hart vorgehen, wenn es darum geht, den kleinen Häuselbauern, den Jungfamilien, die sich mit Mühe und Not einen Kredit für ihre Wohnung absparen können, so auf die Füße zu steigen, dass weder Stundungen möglich sind, noch Verzögerungen bei der Zahlung, dass die Zinsen nicht irgendwo mit einer Grenze eingezogen wird. All das sind Themen, die vielen Österreicherinnen und Österreichern auf der Seele brennen, unter anderem auch Gerald Gross. Herr Gross, Sie haben im Moment ein bisschen ein, sagen wir mal, schweres Herz, wenn es um die Banken geht. Sie ärgern sich gewaltig, dass da nicht mehr für den Bürger passiert. Naja, logisch. Wir haben folgende Situation. Wir haben jene Situation, dass immer mehr Menschen immer weniger Geld in unserem Land haben, obwohl sie gleich viel arbeiten und die Inflation Monat für Monat 7-10% der Kaufkraft weggefressen hat. Das ist nur der Durchschnitt. Bei den Lebensmitteln, die ein Mensch braucht, ich meine, wir leben zwar nicht nur, dass wir fressen, aber wir brauchen das Fressen, um zu leben, logischerweise. Bei den Lebensmitteln haben wir mittlerweile eine Verdoppelung der einzelnen Lebensmittelpreise und in Italien haben wir ein Drittel günstigere Preise bei den Lebensmitteln. Also wir haben ein gefährliches Gemisch, dann haben wir die Mieten, die 5-mal angestiegen sind, die einzelnen Vermieter diese Zins-, diese Indexerhöhungen weitergegeben haben. Wir haben Mindestpensionisten in dem Land, wir haben kleine Einkommen in dem Land, 1.200 Euro netto, wo ein Kind vielleicht dranhängt, eine Alleinerzieherin dranhängt. Und dann haben wir jene Situation, und die ist besonders dramatisch, ist, dass natürlich die Zinsen mitgestiegen sind. Und sehr viele Menschen in dem Land haben keine Fixzinssätze sich mit ihren Banken ausgemacht, weil ja die Zinssätze vor, sagen wir, 3 Jahren relativ gering waren, 0,8, 1,1%. Und Fixzins als Angebot vielleicht bei 2% war. Und der hat gesagt, nein, ich zahle lieber den günstigeren. Und jetzt haben wir bei den Zinsen bei 5-6% und sie steigen unauffällig. Und eine Kreditrate, die du vielleicht mit 1.200 Euro oder 800 Euro noch gut begleichen hast können, kannst du jetzt mit 1.300 Euro nicht mehr begleichen. Und da sage ich und appelliere ich an die Banken.
wie in der Situation 2008 durch deren Missmanagement in Wahrheit Milliarden Euro Steuergeld irgendwo zwischen den Cayman Islands, ja, und New York, der Wall Street, versenkt worden sind und wir bis heute nicht wissen, wo dieses Volksvermögen ist, hat der Steuerzahler in Österreich, und zwar wir alle, gegen meinen Willen als Abgeordneter im Übrigen, damals ein Bankenpaket geschnürt, um den Banken, den Systemrelevanten, das Überleben zu sichern. Und jetzt erwarte ich mir von diesen Banken in einer Notsituation der Bevölkerung und des Steuerzahlers, der auch für sie gehaftet hat, dass sie in Wahrheit auf diese Zinsen verzichten, respektive die Zinsrückzahlungen aussetzen müssen. Und dass es bei den Banken unkomplizierte Stundungsmöglichkeiten gibt, so dass die Menschen in der derzeitigen Situation der hohen Inflation nicht noch mehr Haushaltsbelastungen haben und sich in Wahrheit in eine Situation begeben, wo sie möglicherweise ihr Hab und Gut verkaufen müssen. Ich höre irrsinnig viele Immobilienmakler, das ist also eine eigene Branche, die sich alle die Hände schon reibt und sagt, ja, da werden jetzt ein paar Privatwohnungen frei, die wir uns schnupfen können. Und das kann nicht sein, dass in dem Land sich einige, die sich Wohnungen leisten können und kaufen können, die Wohnungen auf das Kaufen jetzt warten, weil sie genau wissen, zielsicher, dass eine große Menge von Menschen in dem Land in die Pleite schlittert, dass sie ihr Eigenheim versteigern müssen oder verkaufen müssen. Da sage ich, da sind jetzt die Banken auch gefragt. Herr Bormina, stimmen Sie zu? Ja, absolut. Also ich finde das, was die Banken machen, also ich habe von 28% Gewinnsteigerung gelesen bei manchen Banken und darüber hinaus, ist eine absolute Frechheit. Vor allem, wenn man sieht, dass man Habenzinsen immer noch nicht bekommt. Also man bekommt immer noch wie viel? 1%, 1,5% Habenzinsen. Davon zahlst du Steuern. Und davon zahlst du auch noch Steuern, genau. Während du auf der anderen Seite, wenn du quasi einen Rahmen dir bereitstellen lässt, den du noch nicht einmal nutzt, nur für die Bereitstellung, also nur dafür, dass du die Möglichkeit eingeräumt bekommst, dein Konto vielleicht zu überziehen, musst du schon zahlen. Wenn du dann überziehst, dann musst du erst recht 12% zahlen. Also das, was die Banken mit uns Bürgerinnen und Bürgern machen, ist wirklich der reine Raubzug. Und ich finde, es ist ein epidemisches Politikversagen aller Parteien, weil das hat die FPÖ am Schluss auch zugestimmt im Bankenpaket, aber aller Parteien, dass sie, doch, lesen Sie nach, dass sie zulassen, dass die Banken in unserem Land so eine unglaubliche Macht haben. Ich bin der Meinung, genauso wie ich es bei multinationalen Konzernen aus dem Industrie- und aus dem Handel sehe, sehe ich es auch bei Banken so, der Staat muss endlich stärker eingreifen. Wir brauchen einen viel, viel stärkeren Eingriff des Staates, aber vielleicht bitte nicht nur, wenn es um Tempolimits und solche Sachen geht, sondern gerade, wenn es darum geht, Mieterhöhungen, Zinserhöhungen, Lebensmittelerhöhungen, Spriterhöhungen und so weiter auch zu bekämpfen. Am Ende des Tages, und das dürfen wir nicht vergessen, weil wir wurden die letzten Jahre und Jahrzehnte in diesem neoliberalen Brainwash immer auf unsere Rolle als Konsumenten reduziert. So quasi, wenn dir was nicht taugt, dann gehst du halt woanders hin. Bei den Banken, zu welcher sollst du gehen von den 3, 4, die relevant sind, die dich alle gleichermaßen ausnehmen? Oder beim Handel zu den 3 Handelsketten? In Wirklichkeit das, was in Österreich gemacht werden darf oder nicht gemacht werden darf, ist die Entscheidung des Souveräns, also des Volkes. Wir in einer Demokratie, 9 Millionen Menschen in Österreich, entscheiden, was in Österreich gemacht werden darf und was nicht. Und wenn die Banken in Österreich uns so systematisch ausnehmen dürfen, dann ist das das Versagen von 183 Abgeordneten aller Parteien, dass sie das zugelassen haben. Und ich erwarte mir eigentlich, Gerald Kross hat das richtigerweise angesprochen, dass es jetzt eine massive Kampagne, zumindest der Opposition, aber eigentlich erwarte ich mal von den Grünen gleichermaßen, von der ÖVP nicht, weil es ist halt die Bankenpartei, aber ich erwarte mir von allen anderen Parteien einen Schulterschluss, dass sie sagen, wir erwarten uns, dass die Übergewinne, und das sind eindeutig Übergewinne, die bei den Banken, bei den Energieversorgern und so weiter passiert sind in den letzten Jahren, abgeschöpft und den Bürgern systematisch zurückgeleitet werden. Das ist ja nicht so schwer. Also kann man nicht vorstellen, dass das nicht geht. Wenn wir uns anschauen, was alles geht an Entrechtung und an Besteuerung von uns Bürgerinnen und Bürgern, dann frage ich mich, wann zahlen endlich einmal die, die es haben? Da komme ich noch zu einem anderen Thema, wenn wir schon über den Banken sind. Das Bargeld sorgt derzeit für großen Diskussionsstoff. Bargeld in die Verfassung, ja oder nein? Das Bargeld soll in die Verfassung, und zwar warum? Ich halte diese Äußerungen vom steirischen Landeshauptmann Christopher Drexler für vollkommen falsch, der gemeint hat, man kann die österreichische Bundesverfassung nicht behübschen mit nebulosen Themen. Wir haben jene Situation, dass das Bargeld auch durch das Konsumverhalten von uns Bürgern immer weniger relevant wird. Die meisten Geschäfte werden über Kreditkarten und Bankomatkarten abgewickelt und das Bargeld gerät ins Hintertreffen. Dabei ist das Bargeld ein wesentlicher Bestandteil der ökonomischen Freiheit eines Bürgers, nämlich der eigenen Entscheidungsgewalt, das zu verwenden, wie man selbst will.
Und nachdem das Bargeld immer wieder Ziel von Angriffen unterschiedlicher Parteien auf europäischer Ebene ist, bin ich der Meinung, wir sollten das Bargeld in unsere Verfassung schreiben. Und zwar, dass Österreich das Bargeld, das wir derzeit haben, temporär den Euro, hindert uns ja keiner daran, den Schilling wieder einzuführen und aus der EU und aus dem Euroraum auszutreten, dass das Bargeld, das in Österreich in Verwendung ist, in der Verfassung ist als Hauptverwendungs- und Zahlungsmittel und alles andere nachrangig ist und wir, unsere Politiker, sowohl auf europäischer Ebene wie auch auf nationaler Ebene, keine Maßnahmen setzen dürfen, um die Wichtigkeit des Bargelds auszuhöhlen. Welche Vorteile versprechen Sie sich dadurch, wenn das so wäre? Eine besondere Absicherung des Bargelds. Eine besondere Absicherung des Bargelds, indem man es in den Verfassungsrang hebt, wie zum Beispiel das Neutralitätsgesetz. Aber was ist der Vorteil für den Einzelnen dadurch, dass das Bargeld... Dass das Bargeld sicher bleibt und dass das Bargeld das Hauptzahlungsmittel in unserem Land bleibt. Das also ist relativ einfach. Was ist der Vorteil am Bargeld? Entschuldige, der Vorteil am Bargeld ist, dass du etwas, auch wenn eine Bank zum Beispiel in die Krise kommt, du zum Beispiel zu deinem Konto nicht mehr dazukommst, die Einlagensicherung zum Beispiel versagt, du ein Sparguthaben hast, es plötzlich zu Massenabhebungen kommt, durch irgendwelche Irritationen. Also wenn wir so weit sind, dann ist das Geld wahrscheinlich ohnehin nicht mehr sehr viel wert. Der wird sinnvoll, sich Goldbahnen unter den Kopfpolster auch, zu legen. Aber dann hast du zumindest die Möglichkeit, dass Bargeld weg vom elektronischen Zahlungsverkehr ist. Und ich bin der Meinung, man braucht dieses Bargeld. Das Bargeld ist ein Bestandteil der persönlichen, der ökonomischen Freiheit. Und daher sage ich, ja, schützen wir es doppelt und dreifach. Man kann das Gute gar nicht oft genug schützen. Bis 10.000 Euro darf man Bargeld eh auch dann noch weiterhin haben. So ja. Die Idee dahinter, ist das okay für Sie? Ist es nicht okay? Sitzt der Gerald Gross ein bisschen zu, sagen wir mal, irgendwie ein bisschen zu konservativ, ein bisschen zu vergangenheitslastig? Na, ich finde die Argumentation seltsam, aber in der Sache gebe ich ihm recht. Also ich bin auch dafür, dass wir uns Bargeld erhalten, und zwar aus einem ganz praktischen Grund heraus. Also in der Gemeinde, in der ich lebe, gibt es nicht einmal einen Bankomaten. Ja, da gibt es ganz viele Geschäfte, in denen kann man nicht mit Karte zahlen. Das heißt, es gibt am Land einfach wirklich noch sehr, sehr oft Dienstleistungen und Prozesse, wirtschaftliche Prozesse, die werden mit Bargeld gemacht. Und zwar nicht, weil irgendjemand sich da irgendwas dazu verdienen möchte oder weil es hier um irgendwelche Mafia-Sachen geht, sondern einfach aus praktischen Gründen. Weil du brauchst, damit du mit Karte zahlen kannst, ein Terminal, du brauchst eine Internetverbindung, die du auch nicht überall hast und so weiter. Also aus diesem Grund und weil ich glaube, dass es für den Krisenfall notwendig ist, sollten wir jedenfalls Bargeld auch haben. Aber ich muss dazu sagen, das ist sowieso schon verankert und auf europäischer Ebene eh schon klar gesetzt, dass in der Europäischen Union Bargeld beibehalten werden soll. Ob man wirklich mehr als 10.000 Euro in bar haben muss, ich würde es ehrlich gesagt niemandem empfehlen. Wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen, vor allem ältere Menschen, ausgenommen werden von irgendwelchen Trickbetrügern, die ihnen sagen, hier ist die Polizei, legen Sie ganzes Bargeld vor die Tür, dann muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich eher vorsichtig und auch, was ich vor kurzem gesehen habe, Bargeld, das in der Matratzen verschimmelt ist. Also da kann ich nur davor warnen. Aber ich verstehe gerade jetzt, dass Menschen sagen, ich habe eigentlich keinen Bock, dass die Banken sich ein fettes Geschäft machen mit meinem Geld, das auf den Konten liegt, und damit spekulieren in der ganzen Welt. Und wenn es krachen geht, dann müssen wir es retten. Und wenn es Gewinne machen, dann behalten sie sich. Sondern dass die Leute sagen, ich möchte mein Geld lieber bei mir behaben. Deswegen bin ich der Meinung, Bargeld sollte definitiv erhalten bleiben. Ob es in die Verfassung muss, ich glaube, da gibt es andere Sachen, die wichtig sind. Ich bin der Meinung, es gehört in die Verfassung. Und ich bin auch der Meinung, es gehört nicht begrenzt. Es soll jeder so viel Bargeld bei sich haben, wie er kann. Ob das 10.000 oder 12.000 Euro sind oder 15.000 Euro, ich verstehe den Unterschied nicht. Wenn sich wer, was erspart hat und 30.000 Euro sich erspart hat über 20 Jahre, dann soll er 30.000 Euro haben. Und wenn das die Urli-Oma ist, die dann jedem Kind und jedem Enkelkind von den 18 Enkelkindern einen Tausender zu Weihnachten gibt, dann ist das ihr eigenes, ureigenes Recht. Ich halte nichts davon, dass wir als Staat, als Gesellschaft, als Politik reglementierend eingreifen, wer was besitzen darf und in welchem Ausmaß er es besitzen darf. Das ist alles diese Antifreiheit, Liga, die da zum Tragen kommt, wo man den Menschen Stück für Stück ihre Freiheit nimmt. Man sagt ihnen, wie sie es bauen müssen, nämlich in Zukunft gar nicht, weil das ist klimaschädlich. Man sagt ihnen, was sie zu essen haben, nämlich kein Schnitzel mehr, weil das ist klimaschädlich. Man sagt ihnen, Geld dürfen sie auch keins mehr haben, logisch, weil damit könnten sie ja Schwarzgeld zahlen. Das ist, der Bürger ist immer unter Generalverdacht des Kriminellen. Man sagt ihnen, ja, sie dürfen nicht mehr in der Nacht ausgehen, weil da könnten es Opfer eines Einzelfalls werden. Also ich meine, Freunde, wir leben schon in einer puritanischen Zeit. Das ist so 1920er Jahr Chicago. Und irgendwann sagt man, Alkohol dürft ihr dann auch keinen mehr trinken. Das ist ungesund. Ja? Also
Rauchen dürfen wir schon lange nicht mehr, weil auch das ist ungesund. Also wir leben schon in einer Gouvernantendemokratie, wo wir glauben, Diktatur, dass die, glaube ich, haben Sie gesagt. Nein, Gouvernantendemokratur, wo die größten Idioten der Gesellschaft glauben, uns zu erklären, wie wir zu leben haben. Ist denn wenn das wenigstens Intelligente wären. Die sind ja nicht intelligent. Mhm. Die wissen ja selbst nicht, wie sie zu leben haben. Schauen wir uns die blutleeren Gestalten, die Gesichter an, die aufgetummt sind. Alle schrecklich. Und die wollen uns erklären, wie wir zu leben haben, na sicher nicht. Also ein bisschen die EU, der Bevormunder von Otto Normalverbraucher. Darf ich das so zusammenfassen? Das ist die EU immer, dafür ist sie offenbar gebaut, zu bevormunden. Das ist, mit der Chefgouvernante, mit dem Rüschel unterhemd, der Frau Ursula von der Leyen, einer der größten Waffenschieberinnen Europas. Naja. Okay, dem ist nichts hinzuzufügen, lassen Sie so stehen. Ja. Sebastian von Mehner hat seine Energie für heute verloren. Kann ich ein bisschen verstehen, Gerald Gross kostet auch viel Energie. Als Kompliment gemeint, lieber Gerald, als Kompliment gemeint. An dieser Stelle darf ich mich bei Ihnen zu Hause verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Danke, dass Sie unsere Sendung bis jetzt verfolgt haben. Und bleiben Sie auch weiter dran. Nach der Werbung geht es bei uns, wie immer, Sie wissen es, spannend weiter.